Er ist so nah und doch so fern. Seit Tausenden von Jahren hat sein Anblick dem Menschen Trost gespendet. Er war die Himmelslaterne nächtlicher Wanderer, half Bauern bei der Zeitrechnung und erleichterte den Seefahrern die Orientierung auf dem Meer. Einige Kulturen verehrten ihn sogar als Gottheit. Er ist der einzige Himmelskörper, der je von Menschen betreten wurde, und die NASA plant derzeit, dort einen permanenten Stützpunkt einzurichten. Aber wie kam er überhaupt an den Himmel? Wie entstand der Mond? Die Antwort ist erstaunlicher und überwältigender, als die meisten Erdbewohner es sich je vorgestellt haben. Nach der letzten Zählung befinden sich über 160 Monde in unserem Sonnensystem. Dreizehn davon kreisen um den Neptun. Der Saturn hat 60. Und zum Jupiter gehören sogar 63 Monde. Die Erde hingegen hat nur einen einzigen, dafür aber einen ganz besonderen. Unser Mond, Luna, wie ihn die Römer nannten, ist von bemerkenswerter Größe. Zwar ist er bei weitem nicht der größte Mond unseres Sonnensystems, es gibt einige größere. Einer der Saturnmonde, Titan, ist zum Beispiel doppelt so groß. Aber unser Mond ist der größte im Verhältnis zu den Planeten, den er umkreist. Seine Größe entspricht einem Viertel der Erde. Verglichen mit ihr ist er sehr groß. Wenn man die Erde aus der Ferne durch ein Teleskop betrachtet, sieht man daneben dieses andere riesige Ding. Betrachtet man den Jupiter oder andere Planeten, dann sind ihre Monde daneben winzig. Nur unser Mond ist im Vergleich so groß. Die Erde ist der einzige Planet, bei dem das so ist. Die relative Größe der beiden Himmelskörper liegt so nahe beieinander, dass manche Astronomen das Erde-Mond-System sogar als Doppelplaneten bezeichnen. Die mittlere Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt 384.000 Kilometer, ein dreitägiger Flug durchs All. Der Durchmesser des Mondes entspricht mit 3.476 Kilometern ungefähr einem Viertel des Erddurchmessers. Ein einziger Tag auf dem Mond ist so lang wie 27,3 Erdentage. Das liegt daran, dass uns eine Seite des Mondes ständig gegenüberliegt, da er phasenstarr an unseren Planeten gekoppelt ist. Der Mond muss also einmal komplett die Erde umlaufen, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Vergleichbar mit einem Ringelreihen, bei dem sich alle mit den Gesichtern nach innen an den Händen fassen und in einem Kreis herumgehen. Dennoch, so nahe der Mond unserer Erde auch sein mag, ein kurzer Besuch bei Frau Luna dürfte verdeutlichen, dass dies eine völlig andere Welt ist als unser Planet. Und ein äußerst gefährlicher Ort. Es gibt keine Atemluft, man braucht einen Raumanzug. Tatsächlich hat der Mond überhaupt keine Atmosphäre. Daher können auch keine Schallwellen übertragen werden. Wenn man sich auf dem Mond mit einem Freund unterhalten wollte, könnte dieser nichts hören, außer per Funkübertragung. I was rolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Das Fehlen einer Atmosphäre bedeutet auch,
dass es keine Moleküle gibt, die das Licht der Sonne reflektieren können. Daher ist der Himmel immer schwarz. Die Landschaft lässt die Umgebung auch nicht freundlicher erscheinen. Es ist ein bisschen schwarz-weiß, ohne allzu viele Farben. Die Felsen sind vor allem grau und braun. Vielleicht gibt es zur Sonne hin etwas wärmere Töne und kühlere Farben in allen anderen Richtungen. Aber insgesamt ist es nicht gerade sehr bunt. Auch die extremen Temperaturen würden einen Besuch recht unerfreulich gestalten. Der Wechsel zwischen heiß und kalt ist äußerst heftig und reicht von plus 130 Grad Celsius am Tag bis zu minus 150 Grad in der Nacht. Selbst die niedrige Schwerkraft auf dem Mond, auf der Erde ist sie sechsmal höher, könnte für einen Touristen gefährlich werden. Eine Tatsache, die sich die Apollo-Astronauten bei ihren vielen Mondspaziergängen stets vor Augen halten mussten. Ihnen war klar, dass außerhalb der dicken Visiere ihrer Helme und des Raumanzugs der Tod lauerte. Hätten sie den Halt verloren und wären gestürzt, zum Beispiel nach vorn auf einen Felsvorsprung, wäre möglicherweise das Visier beschädigt worden und die Astronauten wären dem Vakuum ausgesetzt gewesen. Ein Raumanzug bietet Schutz vor dem Vakuum, dem Sauerstoffmangel, den extremen Temperaturen und der tödlichen Sonnenstrahlung. Doch gegen extrem schnelle Mikrometeoriten kann auch er nichts ausrichten. Sie schlagen häufig auf der Mondoberfläche ein. Es sind winzige Meteoriten, die in unserer Atmosphäre verglühen und als Sternschnuppen zu sehen sind. Da der Mond keine Atmosphäre hat, kommen sie dort im Ganzen herunter. Sie pulverisieren die Mondoberfläche und erzeugen eine staubige Schicht aus einem schotterähnlichen Material, das Regolith genannt wird. Dr. Amanda Hendricks erforscht den Mond im Labor für Düsenantrieb der NASA. Das hier ist eine Art Regolithfabrik. Das ist zermahlener Fels. In dieser Anlage geht der Vorgang sehr viel schneller. Das alles ist in weniger als einer Stunde entstanden. Auf dem Mond ist es das Ergebnis von mehr als 4 Milliarden Jahren, in denen immer wieder Meteoriten und Mikrometeoriten auf die Oberfläche herunterregneten und das Gestein zerschmettert haben. Wie auch der Ausstoß dieses Kieswerks nehmen die Regolithkörner auf dem Mond verschiedenste Formen an. Von großen Steinen bis zu feinem Staub. Diesen feinen Staub kennen wir von den Apollo-Bildern, auf denen die Astronauten Fußspuren im Staub hinterlassen. Er ist sehr fein. So fein, dass die Astronauten ziemliche Probleme damit hatten, weil er in die Raumanzüge und die Ausrüstung geriet und dabei durchaus Probleme verursachte. Auch sehr große Meteoriten sind in der Vergangenheit auf dem Mond eingeschlagen. Diese Einschläge sind verantwortlich für die dunklen, kreisförmigen Bereiche auf der Mondoberfläche. Jene Stellen, die für viele Beobachter wie Augen, Nase und Mund eines menschlichen Gesichts aussehen. Daher kommt die Vorstellung vom Mann im Mond. Bei diesen Einschlägen wurden riesige Becken in die Oberfläche gesprengt. Manche von 1100 Kilometern Breite. An diesen Stellen brach anschließend dunkle Lava durch und überflutete die Becken. Heute heißen diese Bereiche Maria, nach dem lateinischen Wort für Meer. Der Begriff entstand im 17. Jahrhundert, als die Astronomen der Renaissance den Mond betrachteten. Sie hielten die dunklen Gebiete für Meere und gaben den vielen dunklen Flecken oder Meeren recht fantasievolle Namen.
Die Meere sind alle nach Einflüssen benannt, die man dem Mond einst zuschrieb. Daher gibt es den Ozean der Stürme, das Meer der Gefahren, das Meer der Ruhe und so weiter. Einige der jüngeren Einschlagstellen sind noch nicht so stark ausgewaschen und haben daher noch klar erkennbare Formen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Mare Orientale oder östliches Meer. Es misst beinahe 1000 Kilometer im Durchmesser. Der Einschlag, durch den es entstand, war so stark und präzise, dass es beinahe wie die Mitte einer Zielscheibe aussieht. Diese östliche Narbe sieht so ähnlich aus wie ein Kugeleinschlag in einer Glasscheibe, bei dem man die Ringe und Brüche rundherum sieht. Wenn sich diese Stelle an der erdzugewandten Seite befände, hätten wir vielleicht eine andere Mythologie um den Mond entwickelt, weil es aussehen würde, als ob uns ein großes Auge anschaut. Drei konzentrische Ringe aus Bergketten umgeben das Mare Orientale. Einige Gipfel erheben sich bis zu 1250 Meter hoch. Sie alle entstanden durch einen gewaltigen Asteroideneinschlag. Die Berge auf der Erde sind größtenteils durch die Bewegungen der Kontinente entstanden, die sich sehr langsam ineinander schoben und dabei Gebirge aufwarfen, die dann durch Erosion die spektakulären Formen bekamen, die wir heute sehen, wie zum Beispiel das Matterhorn. Auf dem Mond gibt es keine tektonischen Platten, die Oberfläche ist statisch. Aber trotzdem gibt es Berge auf dem Mond und das liegt an den großen Impaktbecken. Eine große Explosion verursacht einen Krater und schleudert das Material von der Mitte nach außen. Dadurch entstanden diese Gebirgsringe oder Gebirgsbögen rund um die Einschlagstellen. Der Unterschied ist, dass sie eben durch äußere Einwirkung, nicht durch innere Kräfte entstanden. Ein weiterer bedeutender Impaktkrater ist Tycho. Zwar ist er viel kleiner als das östliche Meer, aber ebenso spektakulär. Er wurde nach Tycho Brahe, einem bedeutenden dänischen Astronomen des 17. Jahrhunderts, benannt und befindet sich im südwestlichen Quadranten auf der erdzugewandten Seite. Er liegt im hellen Gebiet, man kann ihn beinahe mit bloßem Auge sehen. Bei dieser Explosion war es so wie bei vielen anderen Kratern, dass dicke Ströme hellen, pulverigen Staubs herausgeschleudert wurden. Und so entstanden diese auffälligen Strahlen. Die Strahlen aus herausgeschleudertem Staub erstrecken sich beinahe 1500 Kilometer von der Einschlagstelle des Tycho-Kraters. Auch in der Mitte des Kraters erhebt sich ein Schuttberg. Er entstand durch den Rückstoß des Asteroideneinschlags. Ein Teil der stark komprimierten Masse in der Mitte der Einschlagstelle drängt nach außen, sobald der Einschlagskörper entweder abgeprallt oder zerschellt ist. Aber schon lange bevor die eigentliche Beschaffenheit des Mondes durch Teleskope und die Raumfahrt erschlossen wurde, war die sorgfältige Beobachtung der Mondbewegungen und Phasen für die Erdenbewohner von lebenswichtiger Bedeutung. Seit mindestens 15.000 Jahren nutzt der Mensch den Mond als Lichtquelle, als Navigationshilfe, zur zeitlichen Orientierung in der Landwirtschaft und vor allem als nützlichen Zeitmesser. Vor Erfindung der Uhr war das Messen der Zeit nicht einfach. Die frühen Zeitnehmer hatten die Wahl. Sie konnten entweder die Sonne beobachten oder den Mond. Wenn man versucht, die Zeit mit einem Sonnenkalender zu messen, wie wir es heute tun, dann hat das Jahr 365 Tage. Das sind sehr viele Tage, die man im Blick behalten muss. Und das fiel den normalen Menschen nicht gerade leicht. Verglichen damit ist der Mondkalender einfach. Jeder sieht, wann Vollmond und wann Neumond ist.
Wenn man keinen Mond sieht, dann ist Neumond. Wenn er groß und rund am Himmel steht, dann ist Vollmond. Die Mondphasen umfassen nur 28 oder 29 Tage. Die kann man leicht zählen. Daher begannen die meisten Völker mit einem Mondkalender. Frühe Beobachter des Mondes bemerkten zudem, dass unser Himmelsnachbar direkte Auswirkungen auf die Erde selbst hat. Der Mond ist verantwortlich für die Ebbe und Flut unserer Meere. Stellen wir uns den Mond als Tennisball und die Erde als Football vor. Die Gezeiten werden durch die Anziehungskraft des Mondes verursacht. Der Mond zieht sozusagen das Wasser der Erde zu sich hinüber. So entsteht eine Art Welle in Richtung des Mondes. Weniger offensichtlich ist, dass es auch eine Welle gibt, die vom Mond wegführt, und daher gibt es täglich zweimal eine Flut. Die zweite Flut wird sozusagen von der Zentrifugalkraft der Erde verursacht. Erde und Mond drehen sich beide um die eigene Achse. Daher zieht das Wasser auf der anderen Seite in die andere Richtung. Ein extremes Beispiel für Hoch- und Niedrigwasser gibt es an der Fundy Bay in Kanada. Hier gibt es einen enormen Tidenunterschied von 16 Metern. Für einige Lebensformen auf der Erde entstehen durch die Gezeiten nützliche Lebensräume. Aber die Anziehungskraft des Mondes ist auch direkt für das Fortbestehen des gesamten Lebens auf der Erde verantwortlich. Der Mond stabilisiert das Klima der Erde. Die Anziehungskraft des Mondes sorgt dafür, dass die Neigung der Erdachse konstant bleibt. Diese Neigung garantiert die verlässliche Abfolge der Jahreszeiten, während die Erde um die Sonne kreist. Wenn es keinen Mond gäbe oder nur einen wesentlich kleineren, würde die Ausrichtung unseres Nordpols stark schwanken. Das kann man mathematisch beweisen. Die Neigung der Erdachse, die derzeit 23,5 Grad beträgt, würde zum Beispiel einmal 0, dann wieder 90 Grad betragen und sich völlig chaotisch ändern. Der Mond spielt eine große Rolle für die Stabilität der Achse, um die sich unser Planet dreht, und daher auch für unser Klima. Durch die auffällige und konstante Präsenz des Mondes an unserem Nachthimmel begannen die Menschen schon vor Jahrtausenden, über seine Herkunft zu spekulieren. Wie oder wodurch entstand der Mond? v455 v. Chr. Stellte der griechische Gelehrte Anaxagoras die Theorie auf, der Mond sei nur ein von der Erde abgestoßener Felsbrocken. Viele seiner Zeitgenossen waren hingegen davon überzeugt, der Mond sei ein Gott oder vielleicht auch ein riesiger Feuerball. Anaxagoras' Theorie wurde daher wenig beachtet. In den folgenden Jahrhunderten spekulierte man sicherlich in aller Stille weiter, aber harte Fakten über den Mond gab es erst 1609, als der italienische Astronom Galileo Galilei eines der ersten Teleskope auf den Mond richtete. Er erkannte eine Landschaft, die Oberfläche einer anderen Welt. Durch das Teleskop sieht der Mond völlig anders aus, als wenn man ihn mit bloßem Auge betrachtet. Er wird beispielsweise nicht mehr flach, sondern tatsächlich rund. Und man kann die Schatten sehen, die ganzen Krater, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Dann sieht er aus wie eine richtige Welt, weil man ihn plötzlich dreidimensional wahrnimmt. Galilei erstellte detaillierte Zeichnungen der Oberfläche des kleinen Planeten und stellte ein für alle Mal klar, dass der Mond eine feste Welt ist, kein Gott und auch kein Feuerball. Allerdings stellte der bahnbrechende Astronom keine öffentlichen Überlegungen zur Entstehung des Mondes an, da sich sein Interesse schnell anderen Planeten zuwandte. Erst 1873 wurde die erste wissenschaftlich fundierte Theorie zur Entstehung des Mondes veröffentlicht. Sie basierte auf den Überlegungen des französischen Wissenschaftlers Edouard Roche.
Roche stellte die sogenannte Akkretionstheorie auf, laut der Erde und Mond zur gleichen Zeit aus den gleichen Stoffen entstanden. Zu Roches Zeit glaubten viele Wissenschaftler, dass die Planeten aus Wolken von heißem, kondensiertem Gas entstanden sein könnten. Das Gas verdichtete sich dann und kühlte ab. Dabei sonderten sich Ringe aus Gas ab. Ein Ring hier, einer da. Diese Gasringe verdichteten sich dann schließlich so sehr, dass Planeten daraus entstanden. Roche betrachtete Erde und Mond als Sonnensystem im Kleinen. Er glaubte, dass die Erde als Ball aus Gas entstanden sei, der dann einen Gasring ausschied, der sich wiederum auch verdichtete und zum Mond wurde. Diese Theorie wirft jedoch Probleme auf. Beispielsweise hat unser Mond einen viel geringeren Eisengehalt als die Erde. Wenn die zwei Himmelskörper aus derselben Masse entstanden wären, sollte auch ihre Zusammensetzung in etwa gleich sein. Aber das ist sie nicht. Diese und andere Unstimmigkeiten brachten andere Astronomen dazu, nach neuen Theorien zur Entstehung des Mondes zu forschen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden verschiedene ausgefeilte Theorien über die Entstehung des Mondes. 1873 vermutete der französische Wissenschaftler Édouard Roche, der Mond sei zeitgleich mit der Erde aus demselben Nebel aus Partikeln und Gas entstanden. Aber diese Theorie hatte einen entscheidenden Schwachpunkt. Der Mond hat einen wesentlich niedrigeren Eisengehalt als die Erde und insgesamt eine geringere Dichte. Der Mond verfügt nicht über einen Kern aus Eisen, so wie die Erde. Ein großer Bereich in der Mitte der Erde, beinahe die Hälfte des Inneren, besteht aus Eisen. Dabei handelt es sich um Metall, das ins Erdinnere sackte, als die Erde zu Beginn ihrer Entstehung noch heiß war. Der Mond ist eher ein Stück Fels. Zunächst ermittelten Wissenschaftler die Bestandteile des Mondes durch Beobachtungen und mathematische Berechnungen. Hätte sich der Mond aus derselben Masse entwickelt wie die Erde, sollte der Eisengehalt ähnlich sein. Diese Lücke in seiner Theorie konnte Édouard Roche nicht erklären. Aber kurz nach der Akkretionstheorie entstand eine neue Überlegung. 1878 stellte George Darwin seine Abspaltungstheorie zur Entstehung des Mondes vor. Sie fand große Beachtung, zum Teil auch, weil Darwin einen berühmten Vater hatte, Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie. George Darwin löste sich schließlich aus dem Schatten des bekannten Vaters und wurde zu Englands führendem Experten für Gezeiten. Über die Analyse des Zusammenspiels von Mond und Gezeiten erkannte er, dass sich der Mond allmählich weiter und weiter von der Erde wegbewegt. Bewiesen wurde das erst 95 Jahre später. Als die ersten Astronauten auf dem Mond landeten, stellten sie kleine Spiegel auf der Oberfläche auf. Man kann sie von der Erde aus mit einem Laser anpeilen. Der Strahl prallt vom Spiegel ab, kommt zurück und daran kann man die genaue Entfernung zwischen Mond und Erde messen. Sie entfernen sich pro Jahr 3,8 cm voneinander. Kaum zu bemerken, aber dennoch eine Tatsache. Wenn man einen Film mit extremem Zeitraffer drehte, würde man sehen, wie sich der Mond allmählich von der Erde wegbewegt. Darwin überlegte nun, was geschehen würde, wenn man den Prozess umkehrte, wenn man den Film rückwärts laufen ließe. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, kommt der Mond der Erde immer näher. Und sowohl die Umlaufbahn des Mondes als auch die Umdrehungen der Erde werden immer schneller. Und dann kommt es dazu, dass sich der Mond mit der Erde verbindet, dass er mit ihr zusammenstößt.
Für Darwin folgte daraus, dass sich ein Teil der flüssigen, sich schnell drehenden Erde abgespalten haben musste und schließlich unser Mond geworden war. Er stellte sofort mathematische Berechnungen darüber an, wie die Flugbahn des Mondes von der Erde rückwärts gesehen hätte aussehen können. Zu seiner Ernüchterung kam er an einen Punkt, an dem der Mond die Erde fast berührt. Doch dann kam er nicht mehr weiter. Die Mathematik ließ keine weiteren Berechnungen zu. Man kommt an einen Punkt, an dem der Mond die Erde am Tag etwa 5 oder 6 Mal umkreist. Irrsinnig schnell. Und dabei nur 8000 Kilometer von ihr entfernt ist. Rein mathematisch konnte Darwin die beiden Himmelskörper nicht zusammenbringen. Die Abspaltungstheorie wurde jahrzehntelang diskutiert. Aber Wissenschaftler kamen schließlich überein, dass die relativen Bewegungen von Mond und Erde so nicht zu erklären waren. Die Erde hätte sich zu schnell gedreht, um ihre heutige Rotationsgeschwindigkeit zu bedingen. Und so suchte man weiter nach einer Erklärung für die Entstehung des Mondes. Schließlich kam ein Amerikaner auf eine neue Theorie. Thomas Jefferson Jackson See war im Jahr 1909 als Offizier der US-Marine auf Mare Island bei San Francisco stationiert. Seine Aufgabe war es, dort die Zeit für die amerikanische Westküste zu messen. Aber See war auch ein begabter Wissenschaftler, der schon als junger Mann große astronomische Kenntnisse erworben hatte. Er war einer der ersten Amerikaner, der in Astronomie seinen Doktor machte. Er erwarb seinen Titel in Deutschland, was in der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich war. Im 19. Jahrhundert war Amerika in der Wissenschaft noch sehr weit zurück. Auf Mare Island, Sees Einsatzort, gab es ein Observatorium. Und seine Arbeit ließ ihm genug Zeit, eigene Theorien zu entwickeln. Er hatte sich sowohl mit der Akkretionstheorie als auch mit der Abspaltungstheorie auseinandergesetzt, war aber von beiden nicht überzeugt. Thomas See entwickelte schließlich eine ganz neue Idee, die man heute die Einfangtheorie nennt. See stellte die These auf, der Mond sei in einem anderen Teil des Sonnensystems entstanden als die Erde und habe genau wie andere Planeten die Sonne umkreist. Dann sei er schließlich zu nahe an die Erde geraten und dabei durch ihr Schwerkraftfeld eingefangen worden. Er glaubte, dass es im Weltraum etwas gab, das er Resisting Medium nannte. Wir wissen heute, dass es nicht existiert. See konnte nie schlüssig erklären, was das sein sollte. Vermutlich kleine Materiepartikel. Aber er war sicher, dass dieses Resisting Medium nicht länger existierte. Er hatte jedenfalls die Vorstellung, der Mond sei bei seiner Flugbahn auf dieses Resisting Medium getroffen und dadurch langsamer geworden, bis er schließlich in seine jetzige Umlaufbahn geriet. Vielleicht nicht sofort, aber nach und nach habe ihn die Erde so eingefangen. Man muss sich das wie bei einem Bungee-Springer vorstellen. Er fällt, federt wieder hoch. Fällt, federt hoch, aber diesmal schon weniger. Schließlich kommt er unten an. Thomas Sees Einfangtheorie würde immerhin den unterschiedlichen Eisengehalt beider Himmelskörper erklären. Wenn der Mond ganz woanders entstanden wäre, könnte auch seine Zusammensetzung eine andere sein. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass die Erdanziehungskraft so ein großes Objekt einfangen und an sich binden kann, da es kein erkennbares Resisting Medium gibt, das einen so großen Körper wie den Mond bremsen könnte. Alle drei Theorien hatten entscheidende Schwachpunkte. Die Entstehung des Mondes blieb ein Geheimnis. Am 20. Juli 1969 landeten amerikanische Astronauten erstmals auf der Oberfläche des Mondes. Sie landeten mit ihrer Mondfähre auf der erkalteten Lavaebene, die als Meer der Ruhe bekannt ist.
und Astronaut Edwin Aldrin beschrieb die Landschaft als fantastische Einöde. Die Astronauten brachten 22 Kilo Mondgestein und Mondstaub, Regolith, mit. Die Geologen des Johnson Space Centers in Houston warteten schon gespannt auf ihre Rückkehr. Als die ersten Proben eintrafen, war die Spannung richtig zu spüren. Es war unbeschreiblich. Niemand wusste, was zu erwarten war. Wir erkannten sofort, dass wir Basaltgestein vor uns hatten, wie man es auch auf Hawaii findet. Das Gestein sah wirklich ganz ähnlich aus. Die Geologen der NASA stellten fasziniert fest, dass nicht nur Basalt dabei war, sondern noch ein anderes Gestein, Brekzie. Brekzie entsteht durch Asteroideneinschläge. Schlägt ein großes Objekt auf dem Mond ein, entsteht erst einmal Chaos. Trümmersteine werden hochgeschleudert und landen dann am Rande dessen, was später ein Krater sein wird. Auf dem Mond sieht man überall rund um die Krater herum Trümmerschutt liegen. Durch die Hitze, die im Krater entsteht, wird dieser Schutt zu Gestein verdichtet, dem man das Chaos noch ansieht. Überall rund um die Einschlagsstelle liegen Gesteinsbrocken in allen Größen und Formen, Stücke der Felsen aus dem Bereich, in dem sich der Einschlag ereignet hat. Etwas derartiges hatten wir auf der Erde einfach noch nicht gesehen. Das Mondgestein erzählte schon bald eine faszinierende Geschichte. Zunächst einmal enthielten das Gestein und die Bodenproben Partikel, die darauf hindeuteten, dass der Mond nach seiner Entstehung einmal von einem tiefen Lavameer bedeckt gewesen sein muss. Diese Theorie wurde durch die Entdeckung bestärkt, dass es den Gesteinsproben entscheidend an dem fehlte, was die Wissenschaftler flüchtige Elemente nennen. Flüchtige Elemente sind solche, die leicht verdampfen können und daher verloren gehen, wenn man einen Stein erwärmt. Dazu gehören beispielsweise Wasser oder Kalium. Wenn man den Großteil des Erdgesteins mit dem des Mondes vergleicht, dann sind die Mondgesteine extrem ausgetrocknet. Es ist, als seien sie erhitzt worden. Und dabei haben sie einen großen Teil ihrer flüchtigen Elemente verloren. Aber neben diesen großen Unterschieden zeigten die Mondproben zumindest eine große Gemeinsamkeit zwischen der Mondoberfläche und irdischem Gestein und Erdreich auf. Vor allem die Isotope der einzelnen Elemente, wie zum Beispiel Sauerstoff, es gibt ja verschiedene Formen von Sauerstoff, existieren auf dem Mond in derselben Zusammensetzung wie auf der Erde. Aber alle Gesteine, die wir aus anderen Bereichen des Sonnensystems kennen, also von Meteoriten, die vom Himmel fallen, haben eine andere Zusammensetzung der Sauerstoffisotope. Was uns verrät, dass die Materie von Mond und Erde sehr, sehr ähnlich ist. Die Mondproben boten jede Menge harter Fakten über den geologischen Aufbau des Erdtrabanten. Aber hinsichtlich der Entstehung des Mondes standen die Astronomen noch immer vor einem Rätsel. Für William Hartman vom Planetary Science Institute in Tucson, Arizona, bestätigten die aus dem Mondgestein gewonnenen Informationen einige Theorien, an denen er seit 10 Jahren arbeitete. Hartman, ein bekannter Astronom und Zeichner von Weltraumbildern, studierte Anfang der 60er Jahre an der University of Arizona und wirkte daran mit, eine Landkarte der Impactkrater des Mondes zu erstellen, von den großen Becken oder Meeren bis zu den kleinsten erkennbaren Dellen. Während dieser Arbeit erkannten wir, dass die großen Meere tatsächlich durch Einschläge entstanden sind. Sehr große Asteroiden hatten diese großen Explosionen auf dem Mond verursacht. Einige Krater haben 1000 Kilometer Durchmesser. Wie groß muss das Objekt sein, das ein solches Loch hinterlässt? Mindestens 160 Kilometer im Durchmesser. Also gab es große Objekte im inneren Sonnensystem, die, als die Erde entstand, auf Planeten prallten. Für Hartman warf die Vorstellung, dass Asteroiden von 160 Kilometern Durchmesser einst auf Planeten einschlugen, einige Fragen auf.
Konnten auch planetengroße Objekte zusammengestoßen sein? Und konnte das etwas mit der Entstehung des Mondes zu tun haben? 1972 hatten Hartmann und sein Kollege Don Davis ein Computerprogramm erstellt, um diese Theorien zu untersuchen. Das Programm versuchte, den Akkretionsprozess in der Frühphase des Sonnensystems zu simulieren. Die Astronomen wollten herausfinden, ob sich andere Planeten in der Nähe der Erde gebildet hatten, mit denen sie zusammengestoßen sein könnte. Die Überlegung war die, falls es damals noch einen weiteren großen Himmelskörper gab, hätte die Erde damit zusammenprallen können. Der Zusammenstoß hätte sicher viel Materie von der Erdkruste, aber auch von dem anderen Planeten weggesprengt. Vielleicht hatte sich daraus der Mond gebildet. Tatsächlich zeigte die Simulation, dass sich ein zweiter Planet in der Akkretionszone der Erde hätte bilden können, etwa von der Größe des Mars. Es war nicht der Mond, denn er hätte sich aus denselben Elementen entwickelt wie die Erde, hätte dann also denselben Eisenkern und dieselbe Dichte gehabt. Doch die hat der Mond eben nicht. Das war für Hartmann Beweis genug, um eine neue vierte Hypothese zu formulieren, die sogenannte Kollisionstheorie. Im Jahr 1975 wurde der Wissenschaft diese neue Hypothese über die Entstehung des Mondes vorgestellt. Sie besagt im Grunde, dass die Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren mit einem Objekt kollidierte, das etwa so groß war wie der heutige Mars. Es war eine sehr starke Kollision. Sie sorgte dafür, dass sich die Erde zu drehen begann. So entstand unser heutiger 24-Stunden-Tag. Diese Kollision war so enorm, dass dadurch Materie in die Erdumlaufbahn geriet. Wir glauben, der Mond formte sich später aus diesem Material. Dr. Robin Canup und ihre Kollegen im Southwest Research Institute von Boulder haben ein Computermodell konstruiert, um diese Kollision im Detail zu untersuchen. Es teilt die Erde und den kollidierenden Protoplaneten in viele einzelne Partikel. Die Entwicklung jedes Partikels während der Kollision wird hier genau verfolgt. Die Simulation zeigt den Zusammenstoß aus der Vogelperspektive, von oben. Die Erde war vermutlich zum Teil flüssig, auch noch vor dem Zusammenprall. Ursprünglich kam der andere Planet aus dieser Richtung. Er schlug eher seitlich ein. Hier sieht man, dass er sich in diese lange Spur von Materie verwandelt hat. Wissenschaftler glauben, dass sich die oberen Erdschichten nach dem Aufprall komplett verflüssigten. Der Zusammenprall verursacht die Erdrotation. Und man sieht auch, dass die Form der Erde dadurch entscheidend verändert wurde. Nach einigen Stunden sehen wir, dass sich diese Spur von Materie des Stoßkörpers durch die Schwerkraft zu zwei großen Klumpen zusammengeballt hat. Der näher an der Erde gelegene Klumpen besteht überwiegend aus dem Kern des Stoßkörpers. Wenn dieser Brocken dann erneut auf die Erde trifft, wie man hier sieht, wird der größte Teil des Eisens, das der Einschlagskörper besaß, von der Erde aufgenommen. Wenn dann dieser äußere Klumpen sehr nahe an der Erde vorbeifliegt, wird er von der Erdanziehungskraft in einen langen Streifen Materie verwandelt, bricht dabei auseinander und verwandelt sich in diesen Ring. Aus dieser Materie hat sich, so glaubt man, in weniger als einem Jahr nach dem Aufprall der Mond entwickelt. Heute gibt es auf der Erde keine Spuren mehr von diesem Einschlag, weil unser Planet damals erst 90% seiner heutigen Größe erreicht hatte. Die letzten 10% gewann die Erde bei späteren, kleineren Einschlägen. Außerdem führte die Erdanziehungskraft dazu, dass sich der Planet neu formte.
Binnen eines Tages nach dem Aufprall hatte die Erde schon wieder eine beinahe kugelförmige Gestalt. Jede einschlagsbedingte Delle war bereits völlig geglättet worden. William Hartmann, der Urheber der Kollisionstheorie, stellte seine Überlegungen 1975 bei einer wissenschaftlichen Konferenz vor. Aber sie wurde beinahe 10 Jahre lang kaum beachtet. Das Interesse am Mond war nach dem Abschluss der Apollo-Missionen stark gesunken. Doch bei einer Mondkonferenz auf Hawaii im Jahr 1984, 12 Jahre nach dem letzten Mondflug, stimmten die führenden Astronomen der Welt überein, dass die Kollisionstheorie die plausibelste Erklärung für die Entstehung des Mondes sei. Es gibt sicher immer noch Leute, die meinen, das sei bis heute nicht bewiesen. Aber ich würde sagen, es ist die Standardtheorie, die man in allen Lehrbüchern über den Weltraum oder über Geologie allgemein finden wird. Es gibt sicher kleinere Ungereimtheiten, die noch erklärt werden müssen, aber insgesamt ist sie schlüssig. Aber selbst jetzt, da es eine anerkannte Theorie über die Entstehung des Mondes gibt, haben die Wissenschaftler ihre Untersuchungen über unseren nächsten kosmischen Nachbarn noch längst nicht abgeschlossen. Die US-Regierung und die NASA ließen erst kürzlich wieder verlauten, man denke darüber nach, einen dauerhaft bemannten Außenposten auf dem Mond zu errichten. In einer solchen Basis könnten Astronauten hervorragend trainieren, wie man längere Zeit im Weltraum leben kann. Außerdem wäre er eine bessere Abflugbasis für mögliche Mars-Missionen. Aber die Durchschnittsbürger auf der Erde denken nicht an solche hochfliegenden wissenschaftlichen Ziele, wenn sie gelegentlich zur leuchtenden, faszinierenden Mondscheibe am nächtlichen Himmel emporsehen. Für uns wird alles Gerede über Lavameere, regolithformende Mikrometeoriten und große Kollisionen die Faszination und Romantik nicht schmälern, die wir für unseren Nachbarn, den Mond, empfinden.